Wenn ihr wissen möchtet, wie es zu diesem Essen gekommen ist, Fisch und Steinpilze mal kombiniert, dann schaut doch einfach weiter. Viel Spaß beim Anschauen. Was braucht man denn für das Rezept? Also zuerst natürlich das Wichtigste, die Pilze. Wir haben wunderschöne Steinpilze gefunden und eine Rotkappe, die wir heute verarbeiten werden. Also insgesamt 3 große Pilze habe ich. Dann natürlich Fisch. Da haben wir 4 Fischfilets. Da könnt ihr nehmen, was ihr gerne esst. Und dann haben wir altbackenes Brötchen oder Baguette, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Giersch. Wenn ihr keinen Giersch habt, könnt ihr auch gerne Petersilie benutzen. Und dann verschiedene Kräuter. Wir haben hier Lavendel, Bohnenkraut, Rosmarin und Thymian ist hier unten auch noch. Dann Butter, ca. 50 Gramm Butter, 1 Esslöffel Öl, 150 Gramm Gemüsebrühe und ganz wichtig, eine Auflaufform mit Deckel und natürlich eine Bratpfanne. Wie immer beginnt das Ganze natürlich mit Pilzeputzen. Bitte nur mit einem feuchten Lappen putzen, Pilzbürstchen, nicht mit Wasser irgendwie überschwemmen, sonst wird es nur Matsch. Also los geht's, Pilze putzen. Die Pilze sind nun geputzt und jetzt versuchen wir sie so klein wie möglich zu hacken. Also ganz klein sollten sie auf jeden Fall sein. Ich glaube, das habe ich hingekriegt in der Pfanne. Purzeln sie ja dann auch nochmal zusammen. Ja, bin zufrieden. Dann geht es weiter mit den Zwiebeln. Dort genau das gleiche Spiel, Zwiebel und Knoblauch schälen und auch in kleine Würfel alles schneiden. So, geschafft. Zwiebeln sind auch klein geschnitten und der Knoblauch. Und jetzt würde ich noch die Kräuter klein schneiden, also von den Stielen trennen und dann einfach auch nochmal klein hacken. So, damit wäre auch das geschafft. Die gesamten Kräuter sind jetzt auch klein gehackt und jetzt geht's ans Anbraten. Pfanne steht bereit, Herd an. Geben wir das Öl hinzu, die Zwiebeln, die braten wir kurz an. Die Zwiebeln sind nun glasig angebraten. Wir geben jetzt noch die Butter hinzu und die Pilze. Ja, bitte kurz. Während das Ganze jetzt schön vor sich hin brutzelt, habe ich schon mal den Fisch vorbereitet, also rechts und links einfach mit Salz und Pfeffer. Zu den Pilzen gebe ich jetzt auch noch den Knoblauch hinzu und brate das Ganze noch ein bisschen mit an. Aus den altbackenen Semmeln oder Baguette habe ich dann jetzt erstmal Paniermehl hergestellt. Mindestens 30 Gramm braucht ihr für dieses Rezept. Jetzt gucken wir mal, was machen die Pilze. Das sieht gut aus. Also hier. Wir sind gut angebraten. Jetzt können wir zum nächsten Schritt gehen. So, als nächstes vermengen wir nun das Ganze. Was heißt das? Zuerst kommen die Pilze dran, dann die Kräuter, dann die Semmelbrösel und noch ein bisschen Brühe drauf. Und das Ganze könnt ihr dann noch mit Pfeffer und Salz nach euren Wünschen abschmecken. Los geht's! So sieht das Ganze nun aus. Das kommt jetzt auf den Fisch. Gut, geschafft. Falls ihr noch ein bisschen von der Gemüsebrühe übrig habt, könnt ihr das gerne jetzt noch drüber geben.
Und voilà. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf und jetzt kommt das Ganze ab in den Ofen. Und zwar bei 250 Grad Ober-Unterhitze für 15 Minuten mit geschlossenen Deckel. So, die 15 Minuten sind jetzt um. Jetzt nehmt ihr bitte den Deckel ab. Und dann das Ganze einfach nochmal bei 250 Grad mit offenen Deckel für 5 Minuten nochmal im Ofen weiter kochen lassen. So, fertig. So sieht das Endergebnis aus. Und dazu gibt es jetzt noch Reis und ein bisschen Zitrone. Also, so sieht das Ganze nun aus. Und jetzt aber die wichtigste Frage des Tages. Wie schmeckt es? Dafür habe ich natürlich wieder meinen Tester hier, Pilzmann. Also Fisch und Pilze, denkt man vielleicht nicht im ersten Moment dran. Frage ist, wo ist der Fisch, wo sind die Pilze? Ah, also die Pilze sind auf dem Fisch, so eine Art Bordelaise. Steinpilze. Sehr würzig, sehr interessant. Erstmal mit Fisch. Also auf jeden Fall was anderes. Ich finde es lecker. Also das ist endlich mal Abwechslung in der Küche. Und ein Appell auch mal an euch. Schluss mit der Tristesse. Wer kann schon jeden Tag gebratene Pilze essen? Neues ausprobieren. Bis bald im Wald. Also es schmeckt und wird gegessen. Das ist wichtig. Und auch mal ein neues Rezept, genau, wie der Pilzmann gerade gesagt hat. Dann geht's jetzt ans Essen.